Die Magdeburger Kabine, das ist Heiko Horner. Als Ofo Diele gegen die Bayern traf, saß er erstmals als FCM-Zeugwart auf der Bank. Für eine neuerliche Pokalsensation hat er sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Nicht nur eine Sache des Verstandes. Das ist Salzwasser. Ganz rein normales Salzwasser, wo ich die Handtücher einlege, damit die nicht ganz durchfrieren. Damit die Jungs sich die in der Halbzeitpause einfach über die Schulter legen können und einfach nur, dass sie ein bisschen runterfahren können, die Körpertemperatur. Die Tiefkühltruhe ist schon unten. Sie summt. Minus 10 Grad. Rein damit und rein ins Stadion. Die FCM-Fans erinnern an die glanzvolle Pokaltradition des Clubs. 7 Siege in der DDR. Dieses hier ist die Eintrittskarte von 83. 4:0 siegte Magdeburg gegen den ersten FC Karl-Marx-Stadt. Zweimal Streich, Wittke und Pomerenke. Die Torschützen. Der Viertligist Magdeburg in Weiß-Blau, der Zweitligist aus Cottbus in Rot, in knalliger Sonne. Charles Taki, früher HSV und St. Pauli, auf Sanogo, Bubaka Sanogo, 9. Minute. Und Tischer. Sanogo gegen Paderborn mit einem Blitzstart nach 3 Minuten. Am Ende traf er 3-mal. Heute jedoch scheitert er an Matthias Tischer. Nur Jendrisek ist im Abseits natürlich passiv. Aber am Ende Tischer, der einzige Magdeburger, der auch schon vor 4 Jahren dabei war. Damals siegte Cottbus hier 3:1, ebenfalls in der ersten Runde. 2 Magdeburger haben Bundesliga-Erfahrung. Kapitän Marco Kurt und Christopher Reinhardt, Ex-Frankfurter. Hier kommt er an den Ball. Hier tanzt er mit Mörle. Und dann Almer im Cottbuser Tor. Gegenseite, 21. Minute, Ecke, Taki. Tischer wischt am Ball, Börner. Abgeblockt von Nennhuber. Nochmal die beiden. Aber Cottbus bleibt dran. Druska und Mörle mit dem Kopf. Aber natürlich kein Problem für Tischer, den gebürtigen Magdeburger. Hier allerdings hätte er Börner beinahe die Führung ermöglicht. Trinkpause. Energietrainer Rudi Bommer hat auch aufs Wetter reagiert. Gestern im Hotel ohne Klimaanlage hat er ein Schlafbier genehmigt. Heute Morgen das Team nach dem Frühstück im Mannschaftsbus abkühlen lassen. 31. Minute. Weiter rollte der Ball. Sanogo schön gemacht gegen Kurt. Auf Jendrisek gegen Nennhuber. Den will er jetzt schlecht aussehen lassen. Viele Haken von Jendrisek. Aber so leicht ist es dann auch nicht. Der Nennhuber spielte immerhin in Emden dritte Liga. FCM-Trainer ist Andreas Petersen, der Jürgen Klopp der vierten Liga. Übrigens Vater von Nils Petersen, dem Stürmer von Werder Bremen. Schon wieder Ecke Taki. 32. Minute. Bleiben Sie nur mal bei ihm. Denn die Wege des Balls sind mitunter unerfindlich. Taki gerade noch gefährlich bei der Ecke. Und jetzt stramm nach hinten unterwegs. Und er spielt auch noch den eigenen Torwart an. Almer kann den aber nicht erreichen. Und wundert sich. Robert Almer übrigens, der österreichische Nationaltorhüter, hat einen dicken Dank verdient von Jogi Löw, denn er hat beim 2:1 gegen Schweden in der WM-Quali Ibrahimovic entnervt. Jetzt auch die Magdeburger. Ecke Lange. Da kommt ein Mann, der in der Regionalliga Nordost 3 Tore geschossen hat. Fabio Viteriti, 20 Jahre alt. Der Pokal natürlich eine Bühne für alle, die den FCM als Sprungbrett verstehen. Halbzeit in Magdeburg, die Hitze stand, das halbe Stadion nackt. Und schon die 59. Minute, Matthias Tischer mit dem langen Ball, das ging jetzt ganz einfach. Viteriti gegen Börner, setzt sich durch und einmal. Magdeburg mit Viteriti vor und nach der Pause. Und mit dem Kapitän, mit Marco Kurt, 8 Bundesligaspiele hat er gemacht für Energie Cottbus. Jetzt allerdings auf Banovic, das war sicher anders gedacht. Sanogo, nicht so auffällig wie zuletzt in der Liga, auf Kruska. Und da läuft Michael Schulze, der Ball an der Latte. 25 Sekunden von Viteritis Chance bis zu Schulzes Lattentreffer. Das 0:0 allerdings spricht für Magdeburg. Und Cottbus umweht ein Pokalfluch. 0:3 in Sandhausen letzte Saison. Davor 0:3 in Kiel. Und schon wieder der lange Ball von Tischer. Schon wieder Magdeburg, 68. Minute. Und das ist Christian Beck,
der Magdeburger Mittelstürmer. Immer torgefährlich. Er versucht's allein. Almer sauer auf seine Vorderleute. Den Ball allerdings hat der Österreicher ganz bewusst ins Aus gehen lassen. Am 6. September flattern ihm dann in München die Bälle von Klose und Co. um die Ohren. Jetzt wieder Magdeburg. Wieder lange. Marco Kurt schippt den Ball zurück auf Puttgammer, eingewechselt. Und das ist Nennhuber. FCM-Sportdirektor Mario Kalnick sammelt talentierte Spieler aus unteren Klassen, sowie Nennhuber, der kam aus Kloppenburg. Langsam keimte Hoffnung bei dem Großteil der gut 12.000. Klar hatte Energie mehr Ballbesitz, aber selten Gefahr. Schon die 84. Minute. Banovic, das ist Taki, das ist Stiepermann, aber da ist wieder Tischer. Und Magdeburg suchte den Konter. Börner kam nicht dran. Beck schon, Viteriti auf Reinhardt. Und jetzt flippten sie aus. Abseits angezeigt. Aber wenn die Regel heißt, im Zweifel für den Angreifer, dann ist das hier kein Abseits. Die Magdeburger Zuschauer empört. Die Hände, sie gingen in die Luft. Und die Spieler wie Reinhardt, die beschäftigten sich noch mit dieser Situation. Was machte Cottbus? Der Ball trudelt in der eigenen Hälfte. Börner dann schnell auf Kruska. Der sieht Stiepermann gerade noch mit der Chance. Jetzt sein Pass. Und da ist das Tor. Das 0:1 durch Jendrisek. Das ist der Unterschied zwischen zweiter und vierter Liga. Erich Jendrisek kam vom SC Freiburg aus der ersten Bundesliga. Letzte Saison dort ohne Tor. Jetzt schießt er völlig unbedrängt das 0:1. Schießt Cottbus in die nächste Runde. Und Heiko Horner, der lamentiert noch über die Abseitssituation. Wie einige Magdeburger. Börner, Stiepermann und Jendrisek beenden dann alle Magdeburger Hoffnungen. Auch so ist der Pokal. Bitter ist es in der Art und Weise, wie es passiert ist. Wir haben einen riesigen Konter, fragwürdige oder vielleicht auch knappe Abseitsentscheidung. Wir lamentieren noch, das ist die Cleverness der Cottbusser. Ein Wort zum ersten FC Magdeburg, zum Gegner? Ja, so tolles Stadion, gute Fans, super Atmosphäre. Ich habe noch nie gesehen in vierter Liga so ein Stadion. Hut ab. Durch Jendrisek hat Cottbus den Pokalflug besiegt. Heiko Horner hat ganz Magdeburg runtergekühlt, aber es hat nicht gereicht.